Form brauchst du einen Luftballon und ein Reagenzglas. Alternativ eignet sich auch ein Edding oder so eine zylindrische Mascara. Dann brauchst du Quarzsand, etwa halb so viel Zement und etwas Wasser. Ein Gefäß zum Anrühren der Zementmischung, einen alten Löffel, etwas Öl und einen Pinsel. So ein Küchenclip, ein Trichter, eine Stecknadel, zwei Stapel CD- oder DVD-Hüllen. Man kann auch Bücher nehmen. Wichtig ist nur, dass die beiden Stapel am Ende gleich hoch sind. Und zwar müssen die beiden CD-Stapel etwa ein Fingerbreit höher sein als das Reagenzglas. Bei dem Marker zum Beispiel wäre der Stapel natürlich entsprechend tiefer. Dann brauchst du noch ein dickes Buch, Handschuhe, eine Plastiktüte, um sie später unter die Form zu legen. Und stell dir einen Eimer mit Wasser und einen Lappen bereit, denn es kann übrigens eine richtige Schweinerei werden. Aber wenn du findest, für das Ergebnis lohnt es sich, dann sei weiter dabei. Puste als allererstes den Luftballon auf. Und verschließe ihn möglichst weit hinten, sodass dieser Bereich möglichst nicht gedehnt wird. Und jetzt lass den Ballon mindestens 30 Minuten liegen. Und in der Zwischenzeit kannst du die Arbeitsfläche abdecken, die CDs aufstapeln und die Betonmischung anrühren. Hier siehst du den Größenunterschied. Der Ballon war über Nacht aufgepustet und der noch gar nicht. Du kannst natürlich auch den Ballon verwenden, ohne ihn vorher aufzupusten, aber dann wird die Vase vermutlich winzig klein. Bevor du die Betonmischung anrührst, pinsel das Reagenzglas unbedingt mit Öl ein. Das ist ganz wichtig, damit man es später gut aus der Vase lösen kann. Denn wenn du das nicht machst, passiert Folgendes. Und du kriegst das Reagenzglas nie wieder aus der Vase. Für die Zementmischung misch den Sand und den Zement zusammen. Rühr das Ganze um. Und zieh dir spätestens jetzt die Handschuhe an. Gib nach und nach Wasser dazu, sodass sich so eine breiige und leicht flüssige Masse ergibt. In etwa so. Jetzt steck den Trichter vorsichtig in den Ballon und halte es hier gut fest. Nochmal kurz umrühren. Jetzt kannst du mit der Rückseite des Pinsels nachhelfen. Und wenn der Zement stocken sollte, kannst du immer wieder mit dem Pinsel nachhelfen. Das befreit die eingeschlossene Luft aus dem Ballon und so kann man ihn mehr auffüllen. Du kannst den Ballon so ein bisschen quetschen und dehnen, damit noch mehr Zement reinpasst. Das ist ein bisschen wie Kühe melken. Jetzt wäre es gut, eine zweite Person zu haben, die den Ballon festhält, während man den Rest einfüllt. So, jetzt habe ich den Zement aufgebraucht. Jetzt ganz, ganz vorsichtig den Trichter rauslösen. Es geht nicht ohne Schweinerei. Und jetzt kann man ihn so lange nochmal mit dem Clip verschließen, solange man die zwei CD-Stapel vorbereitet. Wie gut, dass ich den Putzlappen gleich zur Hand habe. Wie du siehst, habe ich mir schon so eine Konstruktion gebaut. Die Plastiktüte ist ausgelegt, die Stapel und das Buch obendrauf. Jetzt öffne den Clip und steck das Reagenzglas rein. Jetzt steck das Reagenzglas so rein, dass sich so eine kleine Falte hier bildet. Richte den Ballon mittig aus und leg das Buch obendrauf. Du kannst das Ganze jetzt noch ein bisschen bewegen, sodass das Reagenzglas genau in der Mitte sitzt. Und jetzt stech mit der Stecknadel ein paar Löcher oben rein. Um das überschüssige Wasser zu befreien. Genau das habe ich gemeint, eine Schweinerei.
Nach einer halben Stunde ist der Zement schon ein bisschen fester geworden. Und jetzt kannst du den Ballon so von unten gleichmäßig nach oben drücken, um eben mehr so eine Kugelform zu bekommen. Geduld war leider noch nie meine Stärke und deswegen konnte ich es nicht lassen, zwischendurch auch noch an dem Ballon rumzudrücken. Und so bin ich jetzt gespannt, was draus geworden ist. Mal schauen. Hierbei musst du ganz vorsichtig sein und unbedingt Handschuhe tragen, denn es kann trotzdem sein, dass das Reagenzglas ganz fest drin steckt und beim Rausziehen könnte es brechen. Ist mir auch schon passiert. Tada! Wenn dir mal was vom Rand abbrechen sollte und der nicht so schön glatt ist wie hier, dann kannst du die obere Kante einfach mit Schleifpapier anschleifen und das sieht insgesamt dann auch gut aus.